Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur kurzen Zusammenfassung zum Thema Runden. Und Runden, das ist durchaus ein Thema, bei dem man denkt, naja, das kann eigentlich nicht so schwer sein, aber der Teufel steckt dort ein wenig im Detail. Und das, was Sie wahrscheinlich alle noch wissen, ist, sieht man hier, dass man bei den Nachkommastellen 1 bis 4 abrundet, also aus 1,1 bis 1,4 würde dann 1 werden. Und bei den Zahlen von 1,5 bis 1,9, da würde man aufrunden. Daraus wird 2. Soweit, so gut. Aber wie sieht das aus beim Runden auf 2 Nachkommastellen? Und das können Sie hier sehen bei der Zahl 1,544. Was würde man da machen, wenn man auf die zweite Nachkommastelle runden möchte? Naja, man schaut sich die dritte Nachkommastelle an, das ist eine 4, also würde man das abrunden auf 1,54. Auch noch nicht so ein großes Problem, aber die Zahlen können auch noch länger werden, zum Beispiel hier der Fall. 3,74701 und die Aufgabe wäre, auch das zu runden auf 2 Nachkommastellen. Wichtig ist, man schaut sich beim Runden auf 2 Nachkommastellen jetzt nur die dritte Nachkommastelle an. Und die dritte Nachkommastelle ist hier eine 7, das heißt, man rundet die Zahl auf, also würde aus der Zahl 3,75 werden. Okay, jetzt gibt es einen Fall, der verursacht doch ab und zu noch Schwierigkeiten. Diesmal runden auf 3 Nachkommastellen und die Zahl lautet 6,832499. Gerundet werden soll auf 3 Nachkommastellen, das heißt also, es muss entschieden werden, ob die 2 beibehalten wird oder zu einer 3 aufgerundet wird. Und jetzt schauen Sie mal dahinter, da kommt jetzt zwar eine 4, aber hinter der 4 stehen 2 9. Werden die jetzt mit berücksichtigt beim Aufrunden? Die Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Beim Runden auf 3 Nachkommastellen schaut man sich nur die vierte Nachkommastelle an und das ist hier eine 4, also wird abgerundet, es wird daraus eine 6,832. Ja, manchmal da muss man auch noch Zahlen runden, die sehr viel länger sind. Und eine solche Zahl, die habe ich mal hier vorbereitet. Das ist die 12,325677122467390021865310. Okay, eine lange Zahl. Aber die Aufgabe ist jetzt, diese Zahl bitte ordnungsgemäß auf die 19. Nachkommastelle zu runden. 19. Nachkommastelle, die müssen wir erstmal finden. Wo könnte sie sein? Und das müsste diese sein, die 8. Und da muss jetzt entschieden werden, was müssen wir mit der 8 machen? Aufrunden oder abrunden? Naja, und die Antwort ist einfach. Wir schauen uns nur die nächste Nachkommastelle an. Das ist in diesem Fall die 6. Das heißt, es wird aufgerundet. Aus der 8 wird eine 9. Okay, man muss sich also merken, nur die nächste Nachkommastelle anschauen. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel aus der Praxis. Wozu braucht man das überhaupt, Runden? Ein Praxisbeispiel, und zwar, man kennt es vielleicht noch, in eine Rabattaktion, 25% auf alles. Ja, gab, glaube ich, mal 20% auf alles. Jetzt 25% auf alles und Sie sind ein Ladenbesitzer, der sich überlegen soll, was sind die Preise, die ich jetzt mir in die Auslage stellen darf, wenn ich das Ganze um 25% reduziere. Bin mir nicht sicher, ob das jeder Ladenbesitzer weiß, weil hier muss man richtig runden können. Okay, schauen wir uns mal ein paar Preise an. 14,99. Wie kann man das um 25% reduzieren? Naja, man nimmt es mal 0,75 und da kommt raus 11,2425. Jetzt haben wir ein System mit Euro und Cent, das heißt, wir müssen auf 2 Nachkommastellen runden. Wir schauen uns die Zahl neben der 4 an, das ist eine 2, also wird abgerundet auf 11,24 €. Soweit so gut. Nächster Preis 59,85 €. Was machen wir damit? Ebenfalls reduziert um 25%. Das ergibt 44,8875 €. Und da wird jetzt aufgerundet, weil neben der 8 steht eine 7. Nur die schauen wir uns an, also wird daraus 44,89 €. Letztes Beispiel. Günstiges Produkt, 1,99 €, soll aber noch günstiger werden, 25% reduziert. Der neue Preis wäre 1,4925 €. In einem System mit Euro und Cent wird daraus gerundet 1,49 €. Ja, so viel zum Thema Runden. Also bitte nur immer auf die nächste Nachkommastelle schauen, auf die gerundet werden soll. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank.